unser ja, neuestes Talent, was sein Startelfdebüt gegeben hat bei Borussia. Am Mittwoch, nämlich Laszlo Benes. Oder ja. Benes. Ich müsste mich da nochmal informieren. Hört sich ja. cooler an. Hört sich auf jeden Fall osteuropäischer an. Ja. Ja, definitiv auch, ja. Ja. Benes. Aber Benes. Auf jeden Fall, Laszlo ist, glaube ich, richtig. Und ja, er hat relativ überraschend für mich am Mittwoch neben Modahut debütiert von Beginn an gegen Hertha. Und nicht nur das. Ja, wir haben ja auch schon im Vorhinein darüber gesprochen, und die mögliche Aufstellung im Spiel. Sind wir eher davon ausgegangen, dass es ein bisschen... einen Wechsel gibt, dass Christensen vielleicht auf die 6 rückt, um da ein bisschen stabiler zu sein. Aber Laszlo Benes von Anfang an, und ich meine, er hat das Vertrauen des Trainers zurückgezahlt, wie man so schön sagt, indem er ein tolles Spiel gemacht hat und natürlich die Sache gekrönt hat, indem er das Siegtor geschossen hat. In einer Art und Weise, wie man sich häufiger, glaube ich, das wünschen würde von unseren Spielern. Ja, einfach mal abgezogen. Genau. wir haben das nicht zum ersten Mal gesagt. Nein, aber... Nein, er hat einen super Eindruck gemacht. Und er ist 19, glaube ich. Und 20, ja. 19 oder 20, hat einen super linken Fuß anscheinend, eine hervorragende Technik, eine gute Schusstechnik, hat direkt alle Standards geschossen. Und wenn er jetzt langsam weiterentwickelt wird und ich glaube, Hacking ist der Richtige dafür, dann können wir nächstes Jahr Freude an ihm haben. Man hat ja sofort gesehen, als Hacking übernommen hat, da hat er ihn, glaube ich, schon in einem der ersten Interviews zum Thema, wo steht die Mannschaft, hat er ihn schon erwähnt, dass er einer werden kann. Also er hat auf jeden Fall Gefallen an ihm gefunden. Wenn man ihn jetzt mal vergleicht als zentralen Mittelfeldspieler, der auch das Spiel prägen kann, vielleicht wird er ja so ein zweiter Maxi Arnold, das würde ich gerade sehr freuen. Du hast ja nämlich auch in der letzten Woche auch von Arnold gesprochen, dass er vielleicht der Richtige für uns wäre. Auch Linksfuß. Ja. Ähnliches Spielpotenzial sehe ich da. Und Das finde ich bei ihm auch sehr faszinierend, diese Schusstechnik. Dieses ja fast wie so eine Sense eigentlich, dass er den Ball fast ansatzlos in die entgegengesetzte Richtung schießen kann. Also technisch wirklich sehr, sehr, sehr fein. Sehr beweglich. Ja, sehr beweglich. Natürlich hat er auch noch ein bisschen Lehrgeld zahlen müssen in manchen Szenen. Da wollte er sich da ein bisschen zu leicht Platz verschaffen. Körperlich muss er vielleicht ein bisschen noch nachlegen. Definitiv, da ist sicherlich noch Luft nach oben. Aber man hat jetzt gesehen, da ist jemand, der in diese Dahoud-Rolle schlüpfen kann. Ja. Auch wenn er vielleicht nicht ganz der gleiche Spielertyp ist. Aber wir haben dann für die neue Saison zumindest die Hoffnung, dass da, wenn noch ein, zwei Leute dazukommen für die 6, was wir ja gefordert haben, dann da dass auch. Dann natürlich auch eintrifft, wenn wir das fordern. Absolut, total. Dass da jemand nachkommen kann. Ne? Ja, ich meine, wir haben ja auch schon ein paar ich mach's nochmal. Wir haben ja vor der Saison auch ein paar Testspiele zusammengeguckt oder auf jeden Fall. Ja. Parallel geguckt, was weiß ich. Und Benes hat da ja auch ab und an immer mal wieder seine Einsatzzeiten bekommen. Und man hat wirklich, finde ich, von Anfang an gesehen, der Junge kann Fußball spielen. Und ihr wahrscheinlich kennt das auch, wenn ihr Spieler zum ersten Mal seht. Man hat schon so ein Gefühl dafür, ob der Spieler was werden kann oder was nicht. Und da hatte ich irgendwie von Anfang an den Eindruck, der ist jung, aber durchaus Potenzial. Ja, das gilt für So ja ähnlich, der so ein bisschen hinten dran ist im Laufe der Saison, leider, der auch eher offensiver orientiert ist in der letzten Zeit. Aber vielleicht sehen wir den am Laufe des Endspurts auch nochmal, wäre auch ganz schön. Aber bei Benes natürlich auch, letztendlich spricht dafür, er hat alle Jugendnationalmannschaften der Slowakei durchlaufen. Das ist jetzt keiner, den man völlig aus dem Hut gezaubert hat, wie damals der Gotha. Ja. sondern der ist schon, glaube ich, auch den Scouts in Europa durchaus bekannt gewesen als junges Talent. Man hat ihn aus meiner Sicht gut hier auch willkommen geheißen mit Igor Demo, der ihn am Anfang betreut hat und immer mal wieder vorbeischaut. Unser ehemaliger Fußballgott. Ja. Von daher glaube ich, dass er da schon ein paar gute Schritte gemacht hat und dass es jetzt dann fast eine ganze Saison oder anderthalb Saisons gedauert hat, bis er sein Debüt macht, ist für jemanden, der jetzt aus einer ganz anderen Liga, aus der slowakischen, ja von Žilina gekommen, in die Bundesliga kommt, dafür ist das schon alle völlig in Ordnung. Ich finde das auch natürlich, auch dass er jetzt gegen Köln wieder auf der Bank saß. Ich glaube, wenn man richtig mit den Spielern auch kommuniziert, kommen da auch keine falschen Erwartungen. Benes weiß bestimmt selber, dass er ein super Spiel gemacht hat und auch, dass viele Hoffnungen wahrscheinlich auch auf seinen Schultern lasten, aber da wird sicherlich nichts überstürzt. Ja. Genau wie damals mit Dahoud, der auch ja auch schon quasi 2 Jahre in den Startlöchern stand und dann erst losgelassen wurde, als man sicher war, der Junge hilft uns jetzt dauerhaft.
Ja, es ist halt immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, ne? Dass du einerseits natürlich den Jungen schnellstmöglich Spielpraxis geben möchtest, zum anderen aber auch diese Angst davor, ihn zu verbrennen, immer da ist. Ja. Es hilft natürlich, wenn die Mannschaft generell funktioniert, und das hat Hecking ja auch immer wieder gesagt, Borussia hat eine gute Truppe, es funktioniert grundsätzlich, jetzt hat man das System wieder gefunden in der Rückrunde, und von daher hilft es dann auch, so einem Spieler neu dazu zu kommen. Das hilft, wann hatten wir das letzte Mal, dass ein Debütant quasi bei uns direkt ein Tor schießt? Also das ist ja... Das wäre eine Aufgabe für die Borussia-Geschichtsbücher. Das war ein Traumeinstand, wo ich mich jetzt nicht dran erinnern kann, wann das letzte Mal passiert ist. Vielleicht damals hier mit, wie hieß er noch, als Hermann mit der Kapitänsbinde in der Hand. Ach so, Becker. Ja, genau. Fabian Becker. Das ist jetzt der Einzige, der mir so einfällt, aber sonst. Ja. Hoffen wir mal nicht, dass der Lajoro die gleiche Karriere das glaub nimmt. Ich, das glaube ich nicht. Ich glaube, er ist fußballerisch doch etwas begabter. Hoffen wir das mal. Genau. Ja, deswegen, also freuen wir uns, dass da eine neue Alternative entstanden ist, der jetzt auch absolut zum Kreis der 14, 15, 16 Spieler gehört, die regelmäßig auch eingesetzt werden können. Ja. Hat auch in Köln sofort seine Rolle gespielt, nachdem er reinkam. Von daher wunderbar, und wir freuen uns. Definitiv. Freuen uns da über einen weiteren Nachwuchsdebütanten, der aus Eberls Scouting-Abteilung kommt. Ja,